Nur noch ein paar Mal schlafen, dann wartet auf die Gladbacher das größte Event der Stadt. Ab 13.11 Uhr zieht dann wieder der Veilchen-Dienstagszug durch die Straßen. Die Vorbereitungen dazu laufen schon seit Monaten, doch davon ist noch nicht viel zu sehen. Wie hier am Geroplatz. Schilder und Absperrungen sind schon da, fehlen nur noch die Tribüne und das Festzelt. 350.000 Menschen werden zum Veilchen-Dienstagszug erwartet. 400.000, wenn es nach den Karnevalisten geht. Die Polizei wird Präsenz zeigen, und zwar doppelt so viel wie sonst. Ja, wir werden in diesem Jahr mehr Polizisten auf die Straße bringen. Das ist natürlich auch der Entwicklung in Köln geschuldet. Uns ist es sehr wichtig, immer ansprechbar zu sein für den Bürger, insbesondere für die Bürgerin, und hier Sicherheit objektiv zu garantieren, aber auch dem Bürger das Gefühl zu geben, die Polizei ist da und pass auf. Und wer aufgepasst hat, findet erste Anzeichen für den Karnevalsumzug auf der Hindenburgstraße. Die Blumenkästen sind bereits abgedeckt. Hier können sich die Jecken den besten Platz sichern, ohne die Pflanzen zu zertrampeln. Wer am Dienstag in der Innenstadt parken will, muss allerdings umdenken. Einige Parkhäuser schließen für den kompletten Tag, so am Kapuzinerplatz. Hier hatte man letztes Jahr gerade mal nur 26 Euro Umsatz gemacht. Durch die Absperrungen kamen die Autofahrer gar nicht erst bis zu den Parkhäusern durch. Generell gilt, ab 11.40 Uhr ist die Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Deshalb bauen unsere Kollegen schon fleißig Kameras auf. Wie in jedem Jahr überträgt Cityvision den ganzen Veilchen-Dienstagszug. Die ersten Vorbereitungen beginnen im alten Berliner Bad. Insgesamt 4 Kameras zeichnen auf und werden von hier gesteuert. Also wir stellen halt hier vorne 2 LKWs hin, da kommen dann die Kameras drauf, da wird alles angeschlossen und dann die Kabel alle hier hinten reingelegt und hier hinten wird dann halt gemischt und das alles aufgezeichnet. Und auch sie werden zu sehen sein, das Mönchengladbacher Prinzenpaar. Spätestens seit Altweiber sind sie im Dauerstress. Dutzende Termine liegen hinter und auch vor ihnen. Der Höhepunkt kommt aber noch. Am Veilchen-Dienstagszug fahren sie im letzten Wagen. Kamelle sind schon verstaut im Prinzenwagen, ist alles soweit fertig, den kriegen wir morgen offiziell übergeben und Schlachtrufe der Gesellschaften haben wir, glaube ich, relativ gut drauf, die stellen sich aber auch bei unserer Vorbeifahrt vor. Über 4000 Personen ziehen am Dienstag über die knapp 6 Kilometer lange Strecke. Für die Jecken lohnt es sich, auf alle Fälle zuzuschauen. Geworfen werden über 65 Tonnen Kamelle.